Ja, das wäre schön, ja. Das Mais. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder unterwegs, ein bisschen Wind um die Nase wehen lassen. Ich fahre jetzt gerade nach Fienburg und heute fahre ich mal eine kleine Tour mit einem Special Guest. Wer das ist, wird noch nicht verraten, aber seht ihr ja gleich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und viel Spaß beim Zuschauen. So, meine Lieben, ich bin bei meinem Special Guest angekommen und zwar ist das meine Amutschka. Ja, hallo. Ja, meine Mama ist offiziell 35, aber inoffiziell 72. Ja, und wir machen heute mal eine kleine Tour mit unseren Bikes. Meine Mama hat das Zündapp Z502 E-Bike und ich bin heute mit meinem Enkia am Start. Ja, und wir fahren einfach mal ein bisschen aufs Feld und genießen die Sonne. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, ich möchte euch erzählen, wie ich überhaupt zu einem E-Bike gekommen bin. Der Carsten hat sich ja eins gekauft. Ich fand das sehr schön. Und ich hatte eigentlich gar nicht mit dem Gedanken gespielt. Aber letztes Jahr im Urlaub ist es mir gar nicht so gut gegangen. Wir sind immer viel Fahrrad gefahren mit unseren normalen Fahrrädern. Ich konnte das letztes Jahr nicht mehr, weil ich es im Rücken hatte. Und ich weiß es nicht. Ich bin dann ganz vom Fahrradfahren abgekommen. Mein Mann hat im Frühjahr dann immer zu mir gesagt, komm, lass uns fahren, jetzt ist das Wetter schön. Und ich hatte nie Lust, weil ich vor dieser Anstrengung, wenn wir Berge hochgefahren sind oder so, richtig Angst hatte, weil ich dann hinterher immer Rückenschmerzen hatte. Und dann hat der Carsten mir das E-Bike nahegebracht. Ich habe mich überreden lassen, zum Glück. Und jetzt freue ich mich auf jede Fahrradtour. Wenn ich die Unterstützung nicht brauche, nehme ich sie nicht. Aber ich brauche keine Angst mehr für irgendwelchen Hügeln zu haben. Ich bin immer vorne mit dabei. Also hast du immer den zweiten Wind quasi, wenn es mal enger wird. Genau. Sehr schön. Ja. Ich bereue nichts. Das ist schön. Guten Tag. Hallo. Ja. Und was sagst du zu deinem Bike? Bist du zufrieden? Es fährt sich auch ohne Motor relativ leicht. Okay. Unterstützung brauche ich eigentlich immer nur, wenn ich merke, es fällt mir schwerer. Okay. Ansonsten möchte ich doch so ein bisschen im sportlichen Bereich noch bleiben. Ja. Also nimmst du wirklich nur die Unterstützung, wenn du merkst, jetzt könnten die Beine... Jetzt wird mir zu viel, vielleicht mit dem Rücken oder so. Ja. Oder wenn der Wind ganz stark ist. Aha. Das ist eine enorme Erleichterung und man hat einen unheimlichen Spaß wieder beim Fahrradfahren. War vorher nicht so mit dem alten Rad, oder? Nee, das war zu schwer. Okay. An manchen Stellen, da hatte ich dann keine Lust mehr. Ja, schön. Oh, wir sind schon ganz schön flott unterwegs. Das finde ich so toll, auf 72 E-Bike fahren. Finde ich echt klasse. Vielleicht ist das ein kleiner Ansporn für eure Eltern oder für euch selber, wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich bin ich doch zu alt für so ein E-Bike, ich traue mich das gar nicht. Einfach mal versuchen.
vielleicht hilft das Video auch so ein bisschen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir den einen oder anderen noch motivieren und animieren könnten zum E-Bike fahren. Dann sind wir ohne Unterstützung unterwegs, ganz gechillt, alles schön gerade, und das ist eben auch das Schöne, dass man mit den E-Bikes auch mal ohne Motor fahren kann. Dann ist es auch sehr leichtgängig, sehr leichtläufig ohne Motor, ne? Ja. Ja, ich kann mich auch nicht beklagen mit dem Enk hier und mit dem S-Scooter auch nicht davon ab, und einfach nur schön. Aber du wolltest noch was zu den Motorstufen sagen, Mama? Ja, mein Fahrrad kenne ich inzwischen so gut, dass ich mit den Motorstufen wirklich gut umgehen kann. Und wenn ich, was ich früher nicht gemacht habe am Anfang, jetzt anfahre, unterstütze ich mit der ersten Motorstufe. Nur beim Absteigen, wenn ich anhalte, dann stelle ich vorher den Motor aus. Also quasi wie beim Auto, dass du dann runterschaltest? Genau. Wenn du merkst, du musst anhalten. So mache ich das auch, und dann fühle ich mich ganz sicher. Ja, cool. Schöner Tipp. Ja, seht ihr, sowas meine ich. Das ist toll, wenn man dann auch mal jemanden anders dabei hat und mal von seinen Erfahrungen berichtet, wie er damit umgeht. Und genauso wie meine Mama das gerade beschrieben hat, man spart dann natürlich auch wieder Akku. Das ist genau wie beim Auto, vorausschauend fahren. Man spart man Sprit, und so ist das beim E-Bike ganz genauso. Man spart Akku. Na, was soll ich mit Stufe 5 auf eine Kreuzung zurasen und dann voll in die Bremsen gehen, leiden die Komponenten drunter, und ja, fühlt sich komisch an, und so ist es schön ergonomisch und vor allem sicher. Ja, es ist wirklich ein Sicherheitsmerkmal. Ja, cool. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thema Anfahren mit einem E-Bike. Da hatte meine Mama am Anfang auch eine kleine Herausforderung. Sie ist wie Colt Sievers oder wie einfach auf so einem Pferd einfach mit dem Bein rüber und los ging's, aber in Stufe 3 ging dann auch echt in die Hose. Und hat sich jetzt natürlich auch umgewöhnt und hat sich einen anderen Stil angeeignet, und den zeigen wir euch mal kurz. Ja, jetzt habe ich eine Motorunterstützung. Hast du Motorstufe 1, ne? Ja, genau. Okay. Und damit fahre ich an, und das geht ganz wunderbar. Da bin ich gleich im Sitz. Jawohl, sehr schön. Okay, auch hier wieder der Hinweis, Stufe 1 ist wirklich moderat eingestellt. Bei dem Zündapp kann man die Motorstufen nicht einstellen. Aber am Anfang immer mein Hinweis, ohne Motorstufe anfahren, wenn man das Rad noch nicht so kennt. Ja, und da meine Mama jetzt ein alter Hase ist, kann sie schon in Stufe 1 anfahren. Ihr habt es gesehen. Ich freue mich, wie gesagt, total darüber, dass sie da noch so fit unterwegs ist und ihr das so einen Spaß macht. Und ja, wie gesagt, anfahren, Stufe 0 oder maximal Stufe 1, wenn ihr das Rad kennt und die Stufe nicht zu stark eingestellt ist. Das ist toll. Ja, schön. Immer den Rock. Sehr schön. So, ihr Lieben, wir machen gerade Pause, wie ihr seht, und wir haben uns gerade noch mal über die Motorstufen unterhalten und auch über, ja, Leih-E-Bikes im Urlaub. Da hat meine Mama auch ein kleines Thema gehabt. Vielleicht erzählst du selber mal. Ja, ich konnte mein E-Bike nicht mit in Urlaub nehmen, weil wir den Platz nicht hatten. Da habe ich mir eins gemietet, und diese Einweisung hat im Grunde genommen überhaupt nicht stattgefunden dort. Die haben mir das
E-Bike, was für mich fremd war, einfach in die Hand gedrückt. Das war ein ganz kleiner Hof, wo ich dann Probe fahren sollte, und die hatten mir das auf die Stufe 3 gestellt. Also es hat nicht viel gefehlt und ich wäre gestürzt. Also bei der ersten Testfahrt stand das? Ja, bei der Probefahrt. Da stand das auf Motorstufe 3? Ja, genau. Die haben also gar nicht darauf hingewiesen, dass man das langsamer angehen lassen muss. Und es hat einfach keine Einweisung stattgefunden. Deswegen finde ich es wichtig zu sagen, dass man höchstens mit der ersten Motorstufe anfängt, wenn man losfährt. Wobei man das Rad aber erst kennen sollte. Ja. Erst ohne, wie man das mit dem anderen Fahrrad auch gemacht hat. Und beim Absteigen wirklich runterbremsen und den Motor ausmachen, wenn man ihn anhatte. Und dann ganz ruhig absteigen. Ja, okay. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Habe ich auch mal einen Fernsehbericht gesehen. Da ging es genau um solche Testfahrten auch bei E-Bike-Händlern, wo dann teilweise gesagt wurde, auch für die Testfahrt brauchst du keinen Helm. Und die Motorstufen waren echt viel zu stark eingestellt. Ja, und die Leute haben Satz gemacht. Ne? Und da auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr in Urlaub fahrt und ihr holt euch ein E-Bike zur Leihe. Ja, achtet auf die Motorstufen. Ganz wichtiger Hinweis. Prost! Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aktuell bekommt ihr das Estude Wayfarer City E-Bike für 999 Euro statt 1099, und mit meinem Gutscheincode Casey könnt ihr nochmal 50 Euro sparen. Somit bekommt ihr das Rad für 949 Euro oder eben das Voyager Mountainbike auch 50 Euro günstiger für 1049 Euro. Einfach im Kassenbereich Gutscheincode Casey eingeben und ja, ihr habt 50 Euro gespart. So, ihr Lieben, das soll es von uns beiden heute gewesen sein. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und vielleicht helfen euch auch die einen oder anderen Tipps von uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir den einen oder anderen Senior ein bisschen Mut machen konnten. Wenn ihr Fragen habt zu Kaufentscheidungen, zu E-Bikes allgemein, schreibt mich gerne an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unter dem Reiter Kanalinfo. Und ja, schreibt mich gerne an, wenn ich euch helfen kann, helfe ich natürlich gerne. Und ja, jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag. Ich freue mich über Likes, Abos und Kommentare, wie immer. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.